Moin, moin, mein Name ist André Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior Mercenaries und ja, wir hatten hier irgendwo doch so einen kleinen Mechnor stehen. Der steht hier gar nicht. Okay. Also sind hier nur die Einsatzfähigen. Ich habe mir nochmal den anderen angeguckt hier. Der ist natürlich halb kaputt, den müssen wir reparieren. Ja, und der hier, der Urban-Mech, der hatte nur zwei Waffen. Natürlich ist die eine hier nicht schlecht. Dann hat er hier noch eine Laserkanone quasi, aber das war's. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so stark ist. Na gut, die Laserkanone, die er hat, ist natürlich... Hat natürlich, glaube ich, eine bessere Reichweite, weil meine Überlegung war, jetzt den Kleinen hier auszutauschen. Panzerung 112, der hat nämlich deutlich mehr, 192, Feuerkraft 13. Ja, nehmen sie eigentlich nichts feuerkraftmäßig, aber er ist schneller halt, ne? Er ist deutlich langsamer. 32 km/h, deutlich langsamer als sogar die anderen. Komm, lass. Nee, komm. Ich war gerade nochmal überlegen. Nee, komm. Machen wir nicht. Wir wollten die Mission spielen und zwar... Nobles Unterfangen ist das, glaube ich, jetzt, ne? So. Wir übertragen unter absoluter Vertraulichkeit. Diese Nachricht kommt im Namen der Arbeiter und Einwohner, die in diesem Sternsystem wohnen. Die vom Apex Bergbau Konsortium kontrolliert werden. Wir werden sprichwörtlich zu Tode geschunden, reduziert auf etwas mehr als Sklaven, um dabei zu helfen, den Gesamtgewinn des Konsortiums zu polstern. Wir sind müde geworden von der nicht vorhandenen Bezahlung, geringen Verpflegungen und erbärmlichen Lebensbedingungen. Entschuldigung. Gierige Unternehmen wie Apex verstehen nur eine Sprache. Die allmächtige C-Note. Also müssen wir sie in ihrer Brieftasche treffen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Für diesen Auftrag haben wir zwei kritische Anlagen markiert, die, wenn sie zerstört werden, das Apex verletzen und hoffentlich an den Verhandlungstisch zwingen, damit wir die Kontrolle über sie bringen. Ja, machen wir doch mal. Schwierigkeit 17 ist schon ein bisschen häufiger, ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, dass wir uns mit diesen Leuten hier nicht ein bisschen, ja, dazwischen kommen. IBG, IG Metall. Die IG Metall, ja, holt uns ran. Wir haben 5 Punkte nur. Wie viele Punkte kriegen wir bei Max? 12, dann haben wir aber nichts abgedeckt. Ist natürlich scheiße. Schadensabdeckung. Ja, wir haben nicht viele Punkte bei denen. Das ist halt das Problem. Wir müssen das Vertrauen gewinnen. Was kriegen wir mehr, wenn ich da Schadensabdeckung nochmal rausnehme? Und da einen reinpacke, sind wir bei 5,8. Sind wir mehr. Kann auch gleich die Schadensabdeckung rausnehmen. Egal, lassen wir die einfach drin. Weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Vielleicht macht das eher Sinn, sich erstmal die Noten auszahlen zu lassen, wenn man hier alles voll hat. Dann vielleicht die. Naja. Ich mach's jetzt so. 200 Kilo. So viel haben wir ja gar nicht. 200 Tonnen mal. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Können wir noch einen fünften Magnet nehmen? Geht das? Eigentlich meine Tonnen haben wir frei. Aber kein Stellplatz. Wir haben nur 4. Entschuldigung, muss noch mal einen Schluck trinken. Ich überlege gerade, ob man irgendwie hier noch jemanden hinzufügen kann. Aber es fehlt an einem Piloten, glaube ich. Das ist es.
Vielleicht brauchen wir erst noch einen Reservepiloten. Wäre sowieso gar nicht vielleicht verkehrt, einen Reservepiloten zu machen. Ach ja, was ihr letztes Mal nicht mitgekriegt habt, ich habe ein paar Missionen halt im Offscreen gemacht. Und wir hätten jetzt 8 oder 9 Millionen C-Noten haben müssen. Leider ist er am Ende von einer Mission abgekackt. Das hat mich tierisch genervt, dann habe ich sofort ausgemacht. Vielleicht hätte ich doch mal gucken sollen, ob er irgendwas zwischengespeichert hat. Aber, naja, so kann es mal kommen. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal einen Absturz hatte. Weil ich kann mit vielen Fehlern leben, aber Abstürze, das ist immer so, was mich immer echt abfuckt. Naja gut, die langen Ladezeiten fucken einen auch ab. Aber das kann an meinem Rechner liegen. Der CPU ist ja nicht mehr das Stärkste. Ich habe es jetzt schon tausendmal erwähnt. Naja. Ein neuer Rechner, das wäre schön. Landezone erreicht. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Und ab geht's. Ne, ich verstehe die gar nicht. Okay, jetzt, da kann man Headset. Oh, wir sind mitten in der Kampfzone gleich runtergekommen. Wir müssen langsam vorwärts. Da müsste noch ein Ziel sein, ne? Oder? Deine Scheiße hier. I got it. Acquired. Target destroyed. Haben wir's. Gut gemacht, Jungs. Ah, hier ist noch eine. Alter! Ja, diese Raketenwerferpanzer sind echt fies, finde ich. Luftunterstützung für die Feinde. Der nächste Panzer. Ah, aus den Augen verloren. Yeah. Volles Fund drauf da. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Oh, 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 von hinten? Ah, du Dreckspanzer, Alter. So ein Arschloch. Scratch that target off the list. Target destroyed. Kommt da irgendwas Großes hinter mir gerade? Nee. Sonneneffekte oder Lichteffekte oder was? Nicht, dass so ein feindlicher Mech kommt, den ich übersehe. Oh, jetzt habe ich den anderen gerammt, ey. Ich hoffe, wir haben keinen Schaden gekriegt. Oh,
warte mal, warte mal, warte mal. Das ist ein Auto. Das war bestimmt... Oh, da, feindlich. Alle Mann, drauf da! Schön in den Rücken. Alter! So! Weiter, weiter, weiter! Genau, formiert euch bei mir, los zu mir! Ziele voraus. Ist aber nicht das, was ich brauche. Das ist ein Geschützturm, interessiert mich nicht. Alles hier vernichten. Ah, hat er mich noch gekriegt, dieses Arschloch. Gut, hier müssen wir eigentlich gar nicht hin, aber meine Arme sehen schon scheiße aus. Gut, der war gut. Target acquired. Target destroyed. Whoa. Target. Got another one. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Target down. Es ballert auf mich. Nice work, Commander. That should give the Apex Mining Syndicate pause. And a powerful reason to reflect on just how badly they're treating their employees. Meet me at the extraction point for exfil. Gut, wir hauen ja auch ab. Enemy eliminated. Wieder kaputt. Wo müssen wir lang? Eigentlich zurück, ne? New target acquired. Target destroyed. Ich habe meinen Arm verloren. Er hat zu früh geschossen. Target destroyed. Target acquired. Okay, Rückzug zu mir. Aber wir sind ja schon fast da. Enemy Mech Town. Hammer? Gut gemacht, Jungs. Du Mädels. Got another one. Target destroyed. Gut. Hauen wir jetzt ab, bevor jetzt noch mehr kommt. Dann war es doch gut, dass wir sie hier vorne zerstört haben. Machen wir einfach mal mit. Hinterhalt.
Okay, haben wir. Kollegen sind auch dabei. Ja, für Schwierigkeit 17 ging's. Oh, da war noch einer. Aber jetzt fällt mir auch ein, welche Mission. Was für eine Mission das war? Das war so eine Mission. Da waren eigentlich zwei Missionen quasi. Oder habe ich die doch gespielt? Nee, ich bin der Meinung, da gab es einen Absturz. Oh. Das heißt, du musst erstmal Mission A machen quasi. Und automatisch fing dann halt eine neue Mission an. Und du konntest dann den Max nicht reparieren. Aber trotzdem, wie gesagt, da gab es einen Absturz. Nee, ich glaube, das habe ich nicht gezeigt. So. Money. Oh, viel haben wir nicht. Flamer. Ach, ich halte davon nicht viel. Ja, gut, vielleicht bei den Kleinen. Da macht es vielleicht Sinn, aber... Interstellare Bergbaugesellschaft. Naja. Hatten wir bisher noch nicht. Oh! Sehr günstig. Aber ich wirke, da wir bestimmt im Kriegsgebiet sind, gibt es hier gleich noch, es ist das Doppelte. Nobles Unterfangen. Das ist, glaube ich, das, was sie gesagt hat, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von unseren Auftraggebern erhalten. Das Syndikat hat zugestimmt, die laufenden Verhandlungen mit den Bergarbeitern dank deiner Bemühungen weiterzuführen. Okay, das hat man noch gar nicht. Unsere Auszahlung wird auch einige der Kosten kompensieren. Insgesamt ein erfolgreicher Tag, Commander. Gute Arbeit. Yeah. Ein schwerer Laser. Beanspruchen wir doch locker. Ja, jetzt sind die Max wieder ein bisschen kaputt gemeckt. Zermeckt. So, Ausstattung. Schwerer Laser. Kann ich irgendwas einbauen? Mittlerer. Kann ich da den schweren einbauen? Zeig mal die Laserkanönchen. Den M-Laser. Stufe 3. Hat natürlich mehr Wärme. Reichweite ist kürzer. 5 Schaden. Der hat 6,6. Warum wird die Reichweite mal kürzer? Ach, ich bin andersrum. Entschuldigung. Zwischen den Einer und also doch... Der ist doof. Der hat ganz kurz. Die L-Variante ist doch kürzer. Ah, der heißt auch MI, ne? Ach, das sind die Impulslaser. Ach, die will ich haben. Komm her. Der Mac muss eh repariert werden. Kann ich nicht ausbauen. Energie mit mehr... Was? Ach, das sind Energiebubbles oder was? Zu schwer. Ah, Torso. Heck will ich nicht weiter... Wo könnten wir sparen? Komm, wir machen ein bisschen... Die Beinchen vielleicht auf 30? Ah. Wo Panzerung eigentlich geil ist, aber... Alter, ich komme da nicht. Runter mit der Panzerung.
Ich will unbedingt jetzt diesen Laser drinne haben. Also ich gehe nicht beim Tor so weiter. Der braucht 40. Front kassiert er viel. Die Arme möchte ich eigentlich auch nicht weiter runter. Dann lieber die Beine. Ach, immer noch 0,5. Das ist ein... Nee, es ist mir eigentlich zu viel. Oh, es tut sich nichts. Was ist, wenn ich einfach nur den einen reinpacke? Dann hat es keinen Doppellaser. Leck mich am Arsch. Toll, hätte ich nicht machen müssen, ne? So eine Fitzelkacke. So, genau 50. Dann bleibt es halt nur ein Laser, mein Gott. Umrüsten, reparieren. Ich hoffe, der wird hier auch repariert und nicht nur umgerüstet. Na gut, den brauchen wir uns gar nicht erst angucken. Oh, da oben wäre die nächste Mission. Nee, es ist ein Quest mit hohen Belohnungen. Aha, aha, aha. Das ist wie so eine Zweier-Quest quasi wahrscheinlich, die ich mal meinte. Das Tolle ist, hier ist ein Kriegsgebiet, da kann man sich so hocharbeiten. Nee, dann muss man zum Knotenpunkt. Wo ist denn der nächste Knotenpunkt? Ah, vielleicht doch hier so blub, blub, blub. Man muss ja immer ein bisschen kämpfen, ne? Man muss ja immer... Von nichts kommt nichts. Das ist halt einfach so. Und ich will einen besseren Mac haben. Dass wir hier vielleicht ein paar Missionen machen quasi. Dann vielleicht zu den Marduk-Knotenpunkt fliegen. Weil der ist quasi vom nächsten Kriegsgebiet. Wo wir dann quasi vielleicht... Da ist ein Schwarzmarkt. Aha, hier haben wir auch einen Schwarzmarkt. Die können wir uns vielleicht auch mal angucken. Was haben wir hier noch? Verteidigung und Kriegsgebietauftrag. Kriegsgebietauftrag gefällt mir. Aber erstmal müssen wir warten. Warten und warten und warten, bis die Geräte wieder einsatzbereit sind. Kaserne, Piloten, Pilotenbooster. Nee, wir haben doch 5. Habe ich schon mal eine Reserve eingekauft, die nie benutzt? Dann braucht der Mac. Vielleicht kann man dann doch 5 mitnehmen. Battle Mac. Kann ich dir irgendeinen geben? Ich habe das schon wieder so lange nicht gemacht. Wie ging denn das? Nee, hier, den da. Ausstattung. Hätte sein können, dass man hier auch einem Piloten sagen muss, hier, du nimmst den jetzt. Nee, hier macht man es nicht. Ja.
Soforthilfe. Das klingt nach Action. Und wir sind auch mit denen absolut vertrauenswürdig. Das gefällt mir richtig gut. Aber wir kommen nur auf 8 Schrottanteile. Dafür wird das auf jeden Fall ein Plus. Abend. Ziel Piraten. Ich würde gerne hier noch... Was ist denn mit denen los? Ah, der ist gar nicht repariert. Ich hab's geahnt. Ich hab es geahnt. Nee, um Gottes Willen, diese scheiß Möhre spiele ich nicht. Ich will den haben, aber der muss repariert werden. Ich kam gerade auf die Idee, vielleicht dass hier, dass wir den irgendwie zuteilen können. Das geht nicht. Ja, dann nochmal zurück. Abbruch. Bestätigen. Ich hoffe, der ist uns jetzt nicht sauer. Nee, das müssen wir jetzt hier nicht rumlaufen. Kurze Wege. Wir warten. Nochmal 11 Tage. Haben trotzdem noch die beiden Missionen. Wunderbar. Dann kann er uns ja nicht so sauer sein. Nochmal, dass mal die sofortige Hilfe auf ein paar Tage verschoben. Scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Aber... Ja, jetzt nehmen wir mal den guten hier. Haben wir überhaupt einen schweren? Nein. Haben wir einen mittleren? Ja, das ist der Centurion. Okay. Überschwer gibt's auch. Aber hier kann man sie dann leicht ändern. Ich würde den mal jetzt zu Hause lassen. Nimm den einfach mal. Gucken, wie der ist. Er ist scheiße langsam. Ja, ich weiß. Aber wir testen ihn einfach mal. Aber ich hätte trotzdem gerne 5 Max oder 6. Man kann ja nie genug haben. Vielleicht kommt das später noch, wenn man irgendwie Rang 10 hat. Dann kann man vielleicht noch einen weiteren Piloten freischalten. Also mit 8 kann ich es mir nicht vorstellen. Aber 5 oder 6 vielleicht schon? Wenn auf jeden Fall mehr Max als Gegner kommen, warum nicht? Aber wir hätten auf jeden Fall in unserem Rooster hier noch Platz für einen mittelschweren Mech. Auf jeden Fall. Und der muss kommen. Der muss kommen. Wir fliegen danach zum Schwarzmarkt. Und schauen da mal nach. We have friendlies under assault from hostile forces. Link up with them and hold off the enemy advance as long as possible. Be sure not to overextend yourself, Commander. Eventually, you will need to fall back to the evac point. Na, wir müssen auf jeden Fall Freund-Feind-Erkennung. Das haut manchmal nicht so bei mir hin. Target acquired. Was ist denn? Ist das mein mittelschwerer Laser gerade gewesen? Oder die Impulswaffe? Die hört sich so unnatürlich an. So. Der was? Reißt der was? Gut, aber auf kurze Distanz sind 500. So. Feindlicher Mech. Auf hin da. Aber nicht so sehr durch das freundliche Gebäude. Denn? Was ist denn das? Komm 2D, das ist ja, kann ja nichts Böses sein. Ah, zu weit weg. Sogar für meine Raketen. Ah, Felsen! Geht doch mal weg hier, verdammt! Wer stellt denn hier Felsen hin?
Dreckige Natur. So. Ziel anvisieren. Raketenfeuer. Oh, der hat einen von unseren Kumpels zersäbelt. Kleines Arschmonster. Friss das, du Blechbirne. Ich seh diese Plasmawaffen und Pulsdinger gar nicht. Hohoho! Der flog ja richtig. So, das war zum Warmwerden. Müssen wir jetzt hin? Ah, voraus. Schleimbeutel. Good kill, Commander. Der Sound ist gut von dieser Waffe, aber leider. Nee, kommt nicht an. Ah, Hügel. Ja, doch, die Waffe gefällt mir. Ja, was schießt sie nicht so sehr mit dem, wie mit dem Laser? Was sagt sie mit Abfangkurs? Ach, einfach töten. Wo ist er denn? Hinter mir? Ah. Oh, den Turm nicht kaputt machen, es gibt nur Ärger. Linke Sacknaht. Schön in die Fresse zimmern. New target acquired. Hätte ihn noch zertrampelt. Oh, 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 mehrere gleich, mehrere Ziele. Vier Ziele müssen wir noch zerstören. Oh, ich sehe gerade gar nichts. Beschissene Kackbäume. Alter, wer schießt denn eine Rakete auf mich? Ei! Noch so eine kleine, schnelle Ratte. Ja, komm her! Einmal schicke ich dich ins Jenseits, gratis. Gut! Aber wir hätten irgendwie Zusatz 10 Noten verdienen können, ne?
Wahrscheinlich, wenn wir nicht so die Sachen der Verbündeten kaputt gemacht hätten. Ach, wann immer du willst, es kommen immer mehr Feinde. Enemy destroyed. Ja, komm, ein bisschen geht noch. Target acquired. Target destroyed. Bisschen Bonusgeld hier. Kann man machen. Da gleich der nächste, der ist hin. Na gut, ich warte jetzt hier auch keine Ewigkeit. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück. Wenn wer kommt, knallen wir nieder. Ach, so ein einzelner Panzer, ne? Muss schon ein bisschen mehr kommen. Bewege ich mich gar nicht für hin. Ich glaube, die Max bis auf Freeman und Mia selbst sehen eigentlich halbwegs gut aus. Das heißt, die Reparatur ja, dürfte nicht so hoch sein wie in der Mission vorher. Additional contacts just cross the perimeter, Commander. Expect company soon. Echt? Boah, ich habe keine auf Radar. Dann sind wir weg. Oh, 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 ein Mac. Was ist denn das? Firestarter. Na, den holen wir uns nochmal, den Firestarter. Den will ich nochmal haben. Wobei, den Schaden, den wir kassieren, ist wahrscheinlich höher als die 10 Minuten, die wir aktuell haben. Target acquired. Target destroyed. Daneben. Also dürfte mehr viele sein bei dem Typen. Super. Hey, was war das denn gerade? Aber jetzt gehen wir. Hat doch nicht viel gebracht eigentlich. 40.000 oder so. Enttäuscht noch nicht mal. Dafür, dass wir den kleinen Popelmeck zerstört haben. A job well done, Commander. Stand by for pickup. Ja, dann hol mich ab. Ah, das war ja wohl eine easy peasy Mission. Ich kann noch mal überlegen, ob wir vielleicht noch die andere machen, aber komm, wir fliegen gleich weiter und zum Schwarzmarkt. Oh, ganz knapp. Boah, zuverlässig. Dass die uns noch echt noch fast neutral sind. Oh, den kann man mitnehmen. Aber wenn er scheiße ist, kann man den immer noch verkaufen. Reparaturen, ja. Hast du was gerissen? Eigentlich nichts, oder?
Gesamtabschüsse 5. Immer noch besser als sie. Warum bist du so schlecht mittlerweile? Erlittener Schaden. Lufteinheiten 1. Fahrzeuge 2. Max 2. Oh, er hat 2 Max gekillt. Aber er auch. Na gut. So, dann können wir ja Reparatur. Nee, falsches. Alles mal durchreparieren. Ach, das ist hier so ein ähnlicher gewesen wie dem, den Low-Cost, den wir haben. Du hast nur 1V. Ach, weil er wahrscheinlich nur einen Laser hat und der hat 2. Eine andere Bauvariante. Ah, den verkaufen wir. Den verkaufen wir. So. Reparatur. Reparieren. 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 Und einmal Sternkarte. Einmal bitte nach Dahar zum Schwarzmarkt. Das gönnen wir uns einfach mal. Wenn nicht, müssen wir einfach die Kriegsgebiete weiter wechseln, um an andere Mechs zu kommen. Schwarzmarkt in diesem System. Ja. Scheiße, gibt's nur Waffen. Ich meine, ist auch nicht verkehrt, aber ich will Mechs. Ah, da. Mechs. Ach. Ja, stimmt, den hatte ich bekommen. In der einen Mission, die ich verkackt habe. Oder die nicht gespeichert wurde. Es scheint ein schwerer, ja, Laser-Typ zu sein. Dreifach-Laser ist aber besser als dieser Yelvin, aber kostet 5 Millionen und muss ich noch reparieren, weil er im allerwertesten ist. Ach. Der zählt aber noch nicht als mittlerer, oder? Ich überleg's mir, ob ich mir den kaufe. Ach, ich weiß es nicht. Ich überleg's mir. So, und wir machen mal einen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.